Heute ist der vierte Sonntag vom Monat Hathur. Wir haben gelesen einen Teil von Markus 10, Verse 17 bis 31. Und es geht um die Begegnungen zwischen Jesus Christus, unserem Herrn, und einem reichen jungen Mann. Eine ähnliche Begegnung war auch zwischen einem Gesetzlehrer, der auch zum Jesus Christus gegangen ist und hat ihm auch das gleiche Frage gestellt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir alle beantworten müssen und uns sich beschäftigen. Was mache ich jeden Tag, um das ewige Leben zu gewinnen? Nicht nur selbst, aber jeder, der verheiratet ist, der ist verantwortlich, das mit seiner Frau und mit seinen Kindern zu tun. Und andersrum auch für jede Frau, die verheiratet ist. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Da beschreibt uns erstens Johannes 17, was ist das ewige Leben? Da steht geschrieben, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das heißt ganz einfach, das ewige Leben ist gleich Jesus Christus kennenlernen, aber persönlich kennenlernen. Tief kennenlernen und nicht oberflächlich alles. Da stand auch am Ende dieses Teils einen Vers, sagte, viele Erste werden Letzter sein und die Letzten Erster werden. Und dieses ganz, ganz kurzen Vers und Nachricht kann eine Warnung-Nachricht sein. Für unsere Nachlässlichkeit. Es kann sein, dass wir uns in den ersten Reihen befinden, aber wir können nicht in unseren Weg weiterkommen und werden die Letzten sein. Es ist eine Warnung. Vorsicht! Jeder von uns muss mit sich selbst auseinandersetzen und fragen, bin ich jetzt in der richtigen Stelle? Habe ich wirklich eine Beziehung und eine Verbindung mit Gott? Oder ist das alles so von außen gesehen? Aber auch diese Nachricht ist für manchen eine ermutige Nachricht. Diese Verse gibt uns Hoffnung, dass wir durch unseren spirituellen Leben uns bewegen von hinten nach vorne, von den Letzten, um die Ersten zu sein. Es gibt bestimmt in der Bibel viele Beispiele, für Leute, die waren die Ersten und wurden leider die Letzten sein, wie zum Beispiel Jakob und Esau, wie David, der Sohn Isai, er war der kleine Sohn von Isai und trotzdem ist er einen König gesalbt worden und Gott hat alle seine Brüder, die älter als ihn waren, abgelehnt und er hat nur ihn angenommen. Obwohl das in unseren Augen, in die Augen von Samuel und auch in die Augen von seinem Vater, war das nicht vorstellbar, dass David, der kleine Junge, einen König wird. Ein drittes Beispiel, die Juden und die Heiden. Die Juden hatten alles. Sie haben das Gesetz, die Gebote, die Propheten, aber sie haben Jesus Christus abgelehnt. Und die Heiden haben leider nichts gehabt und trotzdem haben Jesus angenommen. Auch unseren Geschichte von heute, diesen reichen jungen Mann, er ging ganz vorne zu Jesus Christus.
Er war mutig genug, um ihm zu fragen, das ist alles gut und schön. Und fragte ihn, was soll ich tun oder was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Ja, aber dann kam Verzicht. Verzicht auf den Vermögen, was du hast. Verzichte ich nicht einfach. Aber es ist noch möglich durch Gnade Jesus Christus. Der hat leider weggegangen und er war traurig, weil er sein Geld nicht verlassen kann oder möchte. Es gibt bestimmt viele Gründe dafür, dass die Ersten Letzten werden. Ein Grund davon war, ist, könnte sein, das Festhalten an beliebter Sünde. Es gibt eine Sünde bei mir, einen Fehler. Diesen Fehler kann ich auf keinen Fall verlassen. Ich werde auf alles vielleicht verzichten, um mit Gott zu sein und zu werden. Aber es gibt so einen dunklen Raum in meinem Herz. Es gibt eine beliebte Sünde, die ich immer wieder machen möchte. Und auf diese Sünde werde ich nie verzichten, wenn ich auch Jesus Christus mit dem nicht gehen werde. Jeder von uns muss mit sich selbst auseinandersetzen und fragen, welche Sünde habe ich in meinem Leben, die mich trennt von Jesus Christus? Eine zweite Grund könnte sein die Nachlässigkeit und die Trägheit. Es gab in Lukas 14 einen großen Festmahl von einem reichen Mann. Er hat alles vorbereitet, er hat auch so viele Leute eingeladen und sie haben leider am letzten Momenten und Sekunden alle sich entschuldigt. Wir kommen nicht. Heutzutage machen wir das auch. Die Kirche hat angefangen heute um 9 Uhr zu beten und es kommt Leute immer nach und nach. Es gibt bestimmt akzeptierte Gründe, wie ja, Verkehrs- oder die Kinder. Es gibt bestimmte irgendeinen Grund. Aber lass uns wirklich die Wahrheit sprechen. Wenn ich keinen Grund habe, um später zur Kirche zu kommen, was kann ich den Herren beantworten? Warum bin ich zu spät? Ein dritter Grund kann auch sein, die Rücksicht auf die Prestige. Es gibt Leute, die auch alles so von außen pflegen und sagen, alles von außen muss perfekt sein. Wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die nur alles von außen schön gemacht haben, aber drin war alles kaputt. Lasst uns unsere Wort mit dem Vers 13 aus dem dritten Kapitel der Offenbarung beendet. Da steht geschrieben, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Möge der Herr diese Wörter zur Ehre seines Namens annehmen, geheilt sei er.